Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich sitze hier im richtigen Chaos. Hier sieht es wirklich, also das ist hier, das ist Realität. Diese Unordnung, ich zeige es euch gleich. Jedenfalls wollte ich euch mal mitnehmen, heute ein bisschen beim Ordnung schaffen, generell erstmal eine Grundordnung reinbringen und je nachdem, wie ich es dann zeitlich noch hinkriege, auch mal ein bisschen aussortieren. Ich habe mir das die ganze Zeit schon vorgenommen. Im neuen Jahr einfach, also ich meine, das, ne, wir haben jetzt nicht mehr den 1.1., aber generell im neuen Jahr einfach mal ein bisschen auszumisten und der Keller, aber das, also Keller mache ich auf jeden Fall nicht heute, das mache ich auch nicht alleine, weil das, also im Keller ist viel, auch wenn da tatsächlich super viele leere Kartons stehen, also es sieht mehr aus, als es ist, aber bevor ich sowas machen kann, so aussortieren und so, muss erstmal grundsätzlich das Alltagschaos weggemacht und vor allem auch sauber gemacht werden. Und damit starte ich jetzt und ich zeige euch jetzt mal die Unordnung. Es ist wirklich nicht cool für mich gerade, das so zu zeigen, wie das hier aussieht. Ja, auf dem Tisch ist ein bisschen dreckig, das kann man jetzt zum Glück nicht sehen. Liegen überall schwarze Fusseln rum, weil ich habe gestern so einen Pullover angehabt, der hat einfach unendlich viele schwarze Fusseln verloren. Bisschen nervig. Genau, und in der Küche, ja, also für mich ist das schon sehr unordentlich gerade. Ja, da werde ich mich jetzt mal ranmachen. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So, ich würde sagen, viel besser, viel sauberer. Hier habe ich gestaubsaugt, im Flur habe ich gerade noch gestaubsaugt. Hier bin ich jetzt sowieso so weit durch. Ja, das erstmal zur Ordnung. So, wie ihr seht, habe ich den Pullover gewaschen mit diesen Fusseln, von denen ich gesprochen habe. Und jetzt der Moment für Maschinenreiniger. Aber nicht nur, also nicht nur wegen den Fusseln. Sondern auch allgemein wollte ich das jetzt eh mal so machen, weil die Waschmaschine ist jetzt genau ein Jahr alt. Und also die reinigt sich zwar immer wieder selber, alle 40 Waschgänge meldet die das und dann kann man das halt starten. Aber das ist ohne irgendein ja, Reinigungsmittel oder so. Und ich dachte so, einmal im Jahr kann man das mal mit Reinigungsmittel machen. Was wollte ich denn jetzt hier? Ach ja, genau. Ich brauche jetzt noch eine kleine Schüssel. Ich brauche jetzt nur eine kleine Schüssel. Oh, wie sehe ich aus hier? Ich wollte das Flusensieb reinigen. Genau, das steht da drauf, dass man das vorher machen muss. Und dann muss man das Wasser ablassen. Deswegen Schüssel. Und genau, dann lasse ich die Maschine sich mal selbst reinigen. Also ich habe das komplette Wasser hier aus dem Schlauch rausgelassen, aber ich kriege dieses Ding hier nicht auf. Mit beiden Händen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es, also ob das an meinen Nägeln liegt so, weil ich halt da nicht ordentlich reinfassen kann. Das verkrüppelt aus, ob ich es ohne Nägel aufkriegen würde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich das jetzt nicht machen, was mich übelst nervt. Muss Tim das morgen machen. Oh nee, ey.
übelst unnötig. This pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Ja, unsere Kellersortierung habt ihr gerade auch noch gesehen. Das war ja auch so eine Sache. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass wir richtig viel nochmal ausmisten können. Aber wir haben diesen Keller auf jeden Fall schon mal durchsortiert. Also seitdem wir halt hier wohnen. Und ich glaube, vorher in der alten Wohnung, also vom Umzug, haben wir auch nochmal aussortiert, aber an sich waren wir auch schon mal einfach so im Keller und haben durchsortiert. Also ich glaube, es gibt nicht mehr so viel zu reduzieren bei dem Kram, der jetzt im Keller steht. Also klar, grundsätzlich, man kann, glaube ich, immer richtig viel nochmal ausmisten. Wenn man sich halt von irgendwelchen Sachen trennt, die man zum Beispiel nur zur Erinnerung aufbewahrt, da habe ich auch was Schönes dazu gelesen, dass man zum Beispiel Sachen fotografiert und dann, also hat man die ja immer noch, also das Bild sozusagen, wenn man halt das nochmal angucken möchte. Man muss halt nicht diesen, ja, diesen großen, schweren Gegenstand so damit sich rumtragen, keine Ahnung. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Tipp. Das habe ich auch schon mit ein, zwei Sachen gemacht. Aber jetzt, also, keine Ahnung, da sind halt auch so Sachen, wie zum Beispiel Bücher oder so. Da bringt es mir jetzt nichts, wenn ich davon ein Foto mache. Dann kann ich das Buch nämlich nicht mehr lesen. Solche Sachen. Aber ja, im Keller ist nicht mehr viel zu sortieren. So, und es ist ja auch bald Ostern. Und Karl schneidet immer aus so Zeitschriften oder Katalogen überall so Sachen aus, die er sich wünscht. Und dann hängen die hier unten am Kühlschrank hoch. Oh Gott, hier hängen auch ein paar Fische, keine Ahnung. Nee, aber dann hängen die hier immer dran. Das, was da jetzt dran hängt, sind aber nur ganz große und ganz teure Sachen. Also irgendwie Lego-Sets über 100 Euro oder so. Aber was er vor einiger Zeit, und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt hier, da hatte Kaufland so eine Kooperation mit Playmobil. Und da haben die so Sachen zusammen hergestellt und dann bei Kaufland im Laden verkauft. Das ist schon ein ganzes Stück her. Also ich weiß nicht, was hier steht, von wann diese Zeitung ist. Ach, das war noch im Dezember. Genau, da haben wir nichts von gekauft, direkt als es das im Laden gab. Aber Karl hatte das dann halt hier aufgehängt und ich habe jetzt mal online geschaut und bei Kaufland im Onlineshop gibt es davon nicht mehr alles, aber noch ein paar. Und da gucke ich jetzt mal nach was Schönem für ihn zu Ostern. Also es sind ja so kleine Sets hier irgendwie, was ich gesehen habe, ist so ein Backstand und so. Also richtig niedlich. So Kaufmannsladenmäßig, finde ich total schön und total süß so. Und da gucken wir mal und dann halt noch irgendwie ein bisschen Süßigkeiten und das dann hier irgendwie verstecken, je nach Wetterlage drin oder draußen mal sehen. Und ja, wie wir dann generell Ostern gestalten, das gibt es im nächsten und übernächsten Video. Wir haben uns dann nämlich ein bisschen was Cooles überlegt und ja, müssen noch, also Eier färben und solche Sachen, das ist ja jetzt aber noch viel zu früh. Jedenfalls kümmere ich mich jetzt mal um die Ostergeschenke. Und dann habe ich ja eigentlich noch eine Mission. Ich habe nämlich neulich bei Instagram so ein Reel gesehen bezüglich einer Seife, die eigentlich ziemlich cool ist.
Und zwar diese Seife hier, das ist Schaumseife mit, ihr seht es auch hier, so einem Pfotenstempel. Das ist ziemlich, also eine ziemlich coole Erfindung so, ne? Motiviert natürlich zum Händewaschen. Und ich glaube, ich hatte Tim davon erzählt, genau. Und dann habe ich ihm halt gesagt, hier so und so und die kostet 5 Euro und da war er so, auf gar keinen Fall, weh, du kaufst die. Und dann waren wir bei Rossmann und Tim und Karl sind schon rausgegangen und ich war halt noch nicht ganz fertig und habe dann die Seife gekauft und Tim hat sich natürlich nicht gefreut, weil ich einfach 5 Euro für eine scheiß Seife ausgegeben habe, aber das funktioniert halt wirklich, das ist ziemlich cool. Und jetzt habe ich ihm gerade ein Reel geschickt, weil es anscheinend bei Action eine singende Seife gibt. Und er hat sehr unbegeistert reagiert und ich denke, dass ich die nachher kaufen werde. Alter, die kostet auch wesentlich weniger, also 2 Euro irgendwas oder so. Ja, wenn ich die hole, dann präsentiere ich euch dann die singende Seife. So, wer war gerade bei Action und hat die Seife gekauft? Ausprobiert wird die dann natürlich gleich zu Hause mit Karl. Bin einfach mal sehr gespannt, was das wird. Vor allem, wie lange die Batterie hält, weil sonst kann man die Seife auch einfach wieder auffüllen. Und dann habe ich noch was Schönes gefunden, was wir Karl auch ins Osternest tun, und zwar Playmobil-Socken mit Feuerwehr, Polizei. Finde ich eigentlich ganz süß, habe ich noch nie gesehen. Ja, aber wieso singt denn die jetzt nicht? Also irgendetwas stimmt mit unserer neuen Seife nicht. Sie hat schon gesungen. Wir gucken gleich. Ich glaube, das ist nur, wenn man... Wasch mal deine Hände. Ja, also irgendwie so richtig funktioniert hat es nicht. Also die hat immer gesungen, wenn wir nicht sie benutzt haben. Und wenn wir sie benutzt haben, hat sie nicht gesungen. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls, wir haben ja immer noch die Schaumseife mit dem Pfotenstempel, die wenigstens gut funktioniert. Und das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und dann bis zum nächsten Video. I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like... Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show.